die gerade beim Glasbläser zuschauen und staunen, alle, die gerade vorbeikommen, das hier ist der Speaker's Corner, das Open Mic auf der Handparade. Jeder, der etwas sagen möchte, kann sich hier das Mikrofon schnappen und zu allen anderen sprechen. Die Lotte möchte mit jetzt zur Information kommen, sie hat ihre Kampfbies verloren. So Leute, es fehlen noch 3 oder 4 Transparente von der Auftragskundgebung. Das wäre super, super toll, wenn die noch lassen würden. Die sind nämlich selbst gemalt und ungefähr schon so 5-6 Jahre alt. Also habe ich einen sehr emotionalen Wert dazu. Und ich meine das ernst. Wer hat die Transpis? Die von Das hier ist der Speaker's Corner, das Open Mic auf der Handparade. Wer etwas sagen möchte, wer etwas über das Thema Hanf und seine Meinung zur Legalisierung und zur Prohibitionspolitik verkünden möchte, hier ist das Mikrofon dafür. Hallo, Christian. Hallo. Polska Leute hier heute und das ist Ebre, mein Bruder und ja, hallo alle zusammen, ja. Mehr Beiträge am Open Mic. Eure Meinung zur Legalisierung, eure Meinung zum Thema Hanf, zum Thema Drogen, hier ist das Mikrofon dafür. Hallo. Ich hätte eine Frage und zwar, wann wird das dort legal? Jetzt! Okay, sie sagt jetzt. Raucht nicht so viel Hanf, dann klebt das Gehirn. Guck mal da, was da passiert. Hinter der Politik so läuft,
Ja, nee, du mit deinen Hirngespinsten, blöde Kinder mit deinen Verfolgungswahn und Paralleller-Fantasien, da, ja. Ja, aber ich weiß nicht, ich stehe dich einfach. Irgendwie, ich weiß nicht. Und meiner Meinung nach ist Cannabis deswegen verboten, weil man sich irgendwie mit Dingen beschäftigt, die, ja, man sich nicht alles erzählen lässt. Sag mal so, wenn man sich selbst seinen Kopf einschaltet und halt selbst versucht, nachzudenken. Ja, ich glaube, man denkt halt auch manchmal über die Sachen nach, über die würde man so normal nicht nachdenken. Und dann fallen einem einmal die letzten Gelegenheiten. Dem Handparadewagen ist der Speakers Corner, das Open Mic auf der Handparade. Jeder, der etwas zum Thema Legalisierung zu sagen hat oder über die Prohibitionspolitik schimpfen möchte, hier steht ein Mikrofon. Jeder kann was sagen, jeder darf was sagen, alle anderen müssen zuhören. Hier ist das offene Mikrofon auf der Handparade. Wer etwas sagen möchte, schnappt es sich. Und wettert los. Wir sind der Meinung, es ist schon alles gesagt worden, aber das kann eigentlich nicht sein. Jeder hat etwas zu sagen. Hier ist das offene Mikrofon. Auf der Handparade, das Open Mic, der Speakers Corner. Now we don't
alle wollen, dass legalisiert wird. Dann erzählt uns doch mal warum. Erzählt uns, warum ihr Hanf gut findet oder warum ihr die Verbote nicht gut findet. Oder ist hier jemand, der die Verbote gut findet? Der kann auch herkommen und uns das erzählen. Wir werden ihn auslachen. Momentan versucht er einen gerade den Kopf zu blasen. Der Wettergott war heute offen. Danke, Wettergott. Was das Arbeiten sehr schwierig macht. Keine Steuern für den Staat. Dies ist der Speakers Corner, das Open Mic auf der Hanfparade. Hier steht ein Mikrofon. Jeder, der etwas zum Thema Hanf sagen möchte, seinen Bezug zum Hanf, der kann sich das Mikrofon schnappen und einfach erzählen. Check, check. One, two, one, two, one, two, one, two, one, two, one, check, check. Meine Meinung zum Thema Hanf ist, Hanf darf man nicht legalisieren, weil wir ganz viele Leute haben, die kein Geld mehr verdienen können, wenn sie kein Hanf mehr verkaufen oder was ist. Danke, Berlin. Ihr seid die Geilsten. Und außerdem ist es ein Brauch, dass sie was Göttliches produziert. Wenn man sich
für die weiblichen Blüten und weiblichen Pflanzen das beschweren. Ich wollte gerade mit durchbildlatschen, ich habe es noch gemerkt. Das macht ja nichts. Durchbildlatschen ist meiner Meinung nach keine Straftat. Noch nicht. Dringend erlaubt werden und das dürfen dann nicht mehr nach dem Rasen, die müssen uns einfach machen. Überall muss Hanf wachsen. Egal wo. Okay, das wollte ich noch sagen. Also, Keep on smoking und nicht nur das, baking und growing und planting und überhaupt, man feilt, aber wer gesund ist, braucht auch eine. Wer spirituell geheilt ist, den ist ja auch eine Kultur bringt, aber ganz viele Leute brauchen dringend Hand und spirituell zu also, steckt in allen immer Tüte in den Mund oder gibt es einen Keks. Ich wollte nur einmal, dass manche spirituelle Menschen vielleicht einfach auch bestimmte Dinge nur aushalten können, die viel zu langsam vorangehen. Und die kann man eben so besser aushalten. Dann steigert unser Ding vieles, dass man einfach hinnehmen muss, weil es in unserer Patriarchat, der solchen Gesellschaft noch so läuft, deutlich besser runterschlucken, als mit Alkohol, das einen nur dumm und aggressiv und verkatert macht. Und vor allem für Erzieherinnen ist es ganz, ganz schlecht. Genau. Dem kann ich nur zustimmen. Ich kenne selber viele Menschen, die Hanf brauchen, um durchleben zu können. Ich kenne Menschen, die ohne Kippen nicht schlafen können. Ich kenne Menschen, die ohne Kippen nicht durch den Tag kommen. Sie brauchen Hanf als Medizin. Was mir noch eingefallen ist, überall soll Hanf wachsen, hatte die vorletzte Rednerin gesagt. Genauso ist es, überall könnte Hanf wachsen. Wir haben diesen prima Slogan gehabt, ich habe ihn auch auf der Hanfparade gehört. Rettet die Wälder, Hanf auf die Felder. Genau so muss es sein. Überall in Deutschland, überall in Europa, auf der ganzen Welt kann Hanf wachsen und sollte Hanf wachsen. Ich glaube, wir haben noch Redner Beiträge. Ich möchte noch was sagen, oder? Ja. Legalized! Darfst du auch noch mehr sagen? Das Mikrofon ist offen für jeden, der etwas sagen möchte zum Thema Hanf. Seine Meinung zum Hanf, deine Meinung zur Prohibition. Und eine Suchmeldung muss ich noch durchgeben. Wer noch irgendwo Transpis, von Transpis von der Hanfparade oder Deko-Schilder hat, die rumliegen sieht, bringt die bitte zum Wagen. Wir vermissen noch einige von unseren Transpis. Das offene Mikrofon ist weiterhin offen. Hallo, hallo. Eine wunderschöne Filmempfehlung. Das ist sehr schön. Aber ich denke, das ist ein sehr schöner. Aber das ist ein sehr schöner.
Wenn du willst, dass sie da kommen, darf das haben. Geht immer an. Traut euch wohl. Alle anderen ist schwer. Nun freuen sie mich anders. Ja. Berlin, ich finde es sehr gut, dass ihr alle heute zu unserer Dampfparade kommen, Handparade kommen sein. Männers, Mädels, auf diesem deutschen Boden darf niemals mehr ein Joint ausgehen. Was sonst? Danke Berlin, ihr seid die Geisten. Das hat mir ein guter Freund gesagt, das ist von Wolfgang Neuss, der hat es damals gesagt, hat damals immer recht gehabt. Es gibt keine Gerichte, die euch wegen 2-3 Gramm Haschisch, nein, es gibt nur Strafbefehle. Da müsst ihr zur SPH, zum Verlüge gehen oder Notplatz am Jürgenplatz bei mir vorbeikommen. Es ist eine Kriminalisierung, das braucht kein Schwein. Es ist so. Und deshalb würde ich sagen, OCB ist zu mir. Ich hab Diego Stadion zu Peter und wir rauchen weiter. Fröhliche Weihnachten. Danke Berlin, ihr seid die Geilsten. Ja, Gottgewalt ist der Mann. Klasse. Hammerhart. Jetzt kommt der nächste, los. Ja, tief. Nimm mal aus. So, meine Freunde, ich bin auch ein Grasfreund, wa? Aber ich würde sagen, wir sind lieber gegen die Legalisierung von Cannabis, weil ihr müsst eurem Kicker auch mal das Glück gönnen, ein bisschen Geld zu verdienen. Damit kauft es den Kicker nicht im Copyshop. Danke. Ein, zwei, das war eine Aussage aus unserer Gründen. Wir machen weiter. Jetzt kommt der nächste. Und das ist er. Name? Buchnummer? Okay, kann der nicht. Wer ist der nächste? Die waren gut, wa? Die beiden. Die sind alle gut. Die tropfen ein bisschen Mut und dann redet ihr hier auch mal was rein. Wer ist denn nur eigentlich Brücker? Ich bin Micha. Micha, Micha, was? Berlin, Leopoldplatz. So. Der kleine Elias hat sich gerade hier verlaufen und der Innentyp, der mit dem OCB hier vorbeikommen sollte, ist noch nicht an der Bühne. Der Typ mit dem OCB ist bitte mal zur Bühne kommen. Der Mann mit dem OCB ist bitte mal zur Bühne kommen, bitte ganz schnell. Wir stören gerade eine polizeiliche Maßnahme. Wir hören auch alles. Also, ganz spannend, weil kannst du das ja nicht machen. Also, bist du im Proben. Kann ja auch gerappt sein, oder so.
jetzt keine Garantie drauf, dass das können wir da nicht fällt, aber 2-3 Jahre ist es. Oder es fällt runter. Oder es fällt runter, aber selbst da ist es nicht stabil. Ja, Freunde, ich muss mal sagen, diese Ansage, die wird hier vorbeikommen, die wird immer was sagen. Martin, jetzt aber nicht gerade, du musst nicht mit gerade machen. Ich dürfe keine Musik, wir reden bei mir. Nee, ich will nicht. Das ist halt die Leute, die das gar nicht verstehen, was du zu sagen hast. Wenn man noch so fetter ja, wenn Musik läuft, dann hat das nicht viel. Musik gibt es da hinten. Die Welt in der Welt werden. Das ist so richtig, oder? Ganz ehrlich, ich würde ja auch stoppen. Das hat ja aber schon nicht so viel von der Welt. Schade. Schade. Kannst du was sagen? Mit dem Marvel-T-Shirt. Das ist böse gemeint, ja. Na, dafür steckt das Mikrofon da. Na, ich muss auch wissen, die Leute einlocken gerade immer. Müssen die was sagen? Ja, der Junge hat schon.